So, Leute, willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Oh yeah, beim letzten Mal haben wir endlich das Drachenfeuer freigespielt und außerdem, naja, noch ein paar Zeitherausforderungen gemacht, das dritte Level zu 100% abgeschlossen. Alles in allem läuft ziemlich gut hier im Schneelande. Schlacht auf der Blizzardbrücke, was ist das denn jetzt schon wieder? Das sieht einfach aus wie so eine, naja, Hauptstraßen-Autobrücke. Schlacht auf der Blizzardbrücke, das heißt einfach nur, ich kämpfe mich von Gegner zu Gegner. Da können wir natürlich direkt mal die neue Ability schön ausprobieren. Alter, das sieht richtig Endgame aus irgendwie gerade. Also, naja, nicht Endgame, aber ne, als würde man so ins letzte Gebiet vordringen, das ein Spiel so zu bieten hat. Was aber nicht der Fall sein wird. Denn ich weiß ja schon, wie viele Welten es gibt. Okay, ich nehme wirklich an, wir müssen einfach nur kämpfen ohne Ende hier. Achso, okay. Der kriegt noch ziemlich viel Tick-Damage hier, kann das sein? Ja, oha, 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 ja. Das ist eine Leiste, die schnell sinkt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie wir hier... Schon wieder mit dem Wandhähnchen. In meinem Kopf ist das eine Castlevania-Anspielung. Ist es nicht wirklich wahrscheinlich, aber... Oh, das muss ich hier direkt ablegen, die Fähigkeit. Da bin ich aber zutiefst traurig. So. Hoffen wir, dass wir die nicht nochmal brauchen. Okay, das ist schneller runtergekommen, als ich dachte. Ich höre hier schon wieder die Waddle-Dees und da sind sie auch schon. So. Okay, wahrscheinlich immer wirklich von einfach die Brücke langlaufen und nach einem Gegner irgendwie so einen kleinen Bonusabschnitt machen, würde ich mal vermuten. Vier gesucht Poster. Ja. Ja, 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 ja. Und jetzt wahrscheinlich genauso weiter, wie ich es gerade beschrieben habe. Oh, warte mal, die einfrieren konnte ich sie, stimmt. Das ist ja die Tornado-Fähigkeit, die sie generell gibt. Warte mal, kann es sein, dass ich auch keinen Block-Damage kriege hier? Oder sie hat mich einfach nicht richtig getroffen. Alter. Burning. Ich kann den Schmerz bis hierhin spüren. Oh, Hilfe. Krass. Mein nachreichendes Feuer hat sie noch umgebolzt. Und jetzt geht's da rechts rein, ja. Das dachte ich mir doch. Okay. Dann bin ich mal interessiert daran, was wir da am Ende für Herausforderungen haben. Okay, okay, ich nehme ja schon die andere Fähigkeit. Aber ich will gleich mein Drachenfeuer wieder nehmen, klar? Was jetzt weg ist. Na gut, okay. Pain. Ja, brauche ich gar nicht zu versuchen. Wie gemein. Da geben sie mir Drachenfeuer und jetzt packen sie ein Level... Warte mal, wie habe ich das gerade gemacht? Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Okay, das... hat nicht so lange gehalten, wie ich dachte. Also, beziehungsweise hat mehr ausgehalten, als ich dachte. Deswegen bin ich gerade schon locker flohrölig einfach drauf losgejumpt. Also könnte ich noch... Wobei, ich komme da ja höchstwahrscheinlich nicht mehr zurück. An dieser einen Stelle. Doch, komme ich. Ich kann den noch mitnehmen, den Automaten. Das wird bestimmt nicht einfach nur so zur Zierde sein. Deswegen nehmen wir den mal mit. Vor allem waren da noch ein paar Dosen zum Refreshen. Na, 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 das ist... Da ist ein Geheimnis. Warte mal. Da oben geht's vor allem hoch jetzt. Ah, okay. Plopp. Ein Gesuchtposter wieder entfernt. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das in jedem so einem kleinen Zeitgebiet eines ist. Okay, tatsächlich, guck mal. Ach, wie schön. Wenn ich mich ein paar Mal im Kreis drehe, dann fängt Kirby irgendwann an, Pirouetten zu drehen. Macht das Schaden? Nö, scheint einfach nur eine alternative Laufanimation.
wer ist jetzt mein Gegner, den ich nicht mit dem tollen Drachenfeuer umhauen darf? Aber warte mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch die Feuerfähigkeit bekomme, wenn ich hier in jedem Gebiet eine andere Fähigkeit ausprobieren soll, ist auf jeden Fall da. Generell, wir haben ja auch nicht nur eine andere Fähigkeit immer nehmen müssen, auch so eine Vollstoppfähigkeit bisher eine andere. Einmal diese Hütchen und jetzt eben der Dosenautomat. Wir hatten allerdings schon ein Level mit einem Schiff, also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und keine Heilung diesmal. Ihr seid ja crazy. Ah. Da ist der eigentliche Secret Gang. Aber warte mal, ich habe gerade Waddle Dees gehört. Draußen. Okay, da haben wir direkt noch das. Pass auf, es ist einer der Achievement-Dinger. Muss ich schnell sein. Dass man jede Fähigkeit, die man hier theoretisch bekommt, einmal ausprobieren muss. Okay. Einfach schnell sein. Ah, guck mal. Und da haben wir auch schon die nächste. So. Cool. Schönes Level. Ich mag solche... mochte immer solche speziellen Level irgendwie, wie zum Beispiel auch bei den Donkey Kong Level, die Stages, wo man alle Tierfreunde spielen muss und so weiter. So, hört ihr das? Irgendwo hier schreien Waddle Dees. Okay, von wo kommt das? Von hier? Die Musik ist halt so laut, ich kann es kaum. Wir gucken hier oben. Nee. Ach, da unten. Gut, dann springe ich einfach hin, ne? Und jetzt fliegen. Komme ich da hoch? Krass, ich komme wirklich noch hoch. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie mich damit davonkommen lassen. Ach, wie schön. Ein Eisgegner. Zwei Eisgegner. Kratzt immer schön den Hintern. Au. Was mich daran denken lässt, dass wir immer noch nicht die verbesserte Blaupause haben von Eis. Also noch keine einzige. Aber laut des Typens haben wir noch keines verpasst, also. Oh. Wird es wohl nicht so schlimm sein. Oder die ist jetzt da drin. Okay. Ist das die? Ja. Eisbär-Blaupause. Okay, es ist sogar eine spezifische von diesem einen Gegner. Okay, aber was haben wir nicht gemacht? Also die Gesuchtposter, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch eins... Ich wollte schon sagen, wo ist hier... das Geheim-Area? Alter. Ja, okay, gut. Da werde ich mit Drachenfeuer nicht viel weiterkommen. Deswegen... einmal Eis, bitte. Hui, okay, Eis-Kirby ist natürlich immer auf Schlittschuhen unterwegs. Also, keine Ahnung, Pirouetten drehen wird er wahrscheinlich jetzt nicht. Hätte ich aber mal mit der Feuerfähigkeit probieren können. Was dann passiert. Ich vermute, dass nichts Besonderes passiert. So, einmal dagegen, oder? Ja. Clever! Boah, jetzt muss ich hier noch rechnen, ne? Und das ist das letzte Poster. Aber richtig in your face. Also, das kann man ja schon gar nicht übersehen. Okay, alle Waddle Dees, alle Gesuchtposter, aber trotzdem fehlen Dinge. Ganze zwei. Naja, mal gucken. Vielleicht das Level ohne Schaden oder so. Die Musik geht aber auch anders ab gerade, oder? Irgendwie so.
rastet komplett aus. Yo, Udo, spielen Solo! Und während Kirby, Elfilin und die Waddle die dancen, schenke ich mir was zu trinken ein. Und jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Besiege doppelt wilder Eisbett, ohne getroffen zu werden. Ah, ja, okay, okay. Warte mal, und dann, das war jetzt das Vorletzte. Das heißt, danach kommt noch was. Interessant. Ich frage mich gerade, ob wir... Wobei, nee, da kommen wir nicht einfach so hin. Da kommen wir nicht einfach so hin. Natürlich holen wir uns das jetzt noch, das ist natürlich keine Frage. 23, okay, davor waren es 21. Es steigt in kleinem Maße. Auftritt des Bestienkönigs. Das ist doch... Moment! Freunde, Leute, Zuschauer, der sah aus wie König DDD gerade. Egal, ab in das Level. Okay, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, da werde ich noch ein bisschen dran sitzen. Es dauert leider relativ lange, bis man bei denen ankommt, weil die ganz am Ende sind. Und ja, ich wurde natürlich gerade schön getroffen. Ärgerlich. Naja, vielleicht sehen wir jetzt wenigstens mal, was die letzte Bedingung noch ist von der Stage. Vielleicht kann ich die dann direkt mitnehmen. Mache einen kleinen Umweg und finde eine Maxi-Tomate. Oh Gott. Okay. Wo soll das denn noch sein? Einen kleinen Umweg. Es muss ja nach denen noch sein. So wie ich das interpretiere. Jedenfalls nach wie vor. Okay. Oh Gott, das ist heavy. Also für Kirby-Verhältnisse heavy. Schauen wir mal. Das war tatsächlich mein dritter Versuch schon also der erste war der reguläre. Und der zweite eben, ich bin angekommen, sofort getroffen worden, direkt resettet. Naja, mal gucken. Okay, ich habe auch das jetzt hier nachgeguckt. Meine gesamte Theorie ist debunked und ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut. Weil das war ganz am Ende. Das heißt, eigentlich immer ist es das letzte Secret, was du findest. Und das war jetzt hier irgendwie direkt ganz am Anfang. Und es war halt auch, naja, wäre ich niemals drauf gekommen, glaube ich. Ohne das Level 1000 Mal zu wiederholen. Weil ich hätte halt dadurch, dass es am Ende steht, niemals hier vorne gesucht. Nee, das ist eine Kritik, die ich gerne äußern möchte. Finde ich nicht gut. Nein, 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 nein. Aber naja, egal. Weg zum Spiel. Und versuchen wir die Typen ohne Schaden zu meistern. Okay, ich meine einmal, ich hätte eben den Angriff abgeblockt. Ich hoffe, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich kann es nicht sicher sagen. Wir werden es erfahren. Wegen der Maxi-Tomate eben nochmal. Natürlich kann man argumentieren, da stand ja, nimm einen kleinen Umweg, aber weiß ich nicht. Ich habe sogar auch den Bonus da oben genommen, ne? So, haben wir gemacht. Wir sind nicht getroffen worden. Ohne getroffen zu werden heißt, man darf auch nicht abblocken. Das ist dieser random Moment, den gab es auch in Kirby und das magische Garn. In Kirby und das magische Garn gab es eine Sache, die bockschwer war, auf 100% zu schaffen, wo das ganze Spiel halt richtig Baby-Mode war. Nicht, dass das hier jetzt eh auch so unfassbar bockschwer ist, aber das ist schon hart. Ich gehe jetzt das fünfte Mal in dieses Level rein. Okay, Leute, ich habe gerade noch eine Entdeckung gemacht. Man kann wirklich rollen, wenn man... Also, nicht das hier, wenn man schildert und dann zur Seite geht. Man kann eine Rolle machen. Ich habe mich gerade gewundert. Ich kämpfe gegen den Typen da, den Schwertdödel. Und Kirby macht auf einmal so einen krassen Stunt. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt passiert? Auch mit Slow-Mo und alles. Das ist, interessant. Ich lerne immer noch was Neues über das Game. Habt ihr gesehen? Styler, oder? Okay, zack. Das ist natürlich extrem abgefahren.
Das hätte ich nicht erwartet von diesem Spiel. Na gut, Leute, okay, wir sind, ich lasse jetzt mal einfach hier laufen. Der Bonus ist sogar noch aktiv, was ich ziemlich cool finde. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Ey, meine Güte, Leute. Ich habe aber gemerkt, die können auch unterschiedlich verrecken. Also, habt ihr wahrscheinlich auch in der Aufzeichnung eben gesehen. Aber nein, ich habe es gar nicht reingeschnitten. Egal. Man kann einen von denen killen, bevor der andere... Geil. Was macht? So. Okay, einer ist weg. Perfekt. Ja, mit der Dodge Roll hier eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Ich sag's euch, wie es ist. Ha, das ist sehr, sehr cool. Hallo. Oh Gott. Uiuiui. Gut, jetzt haben wir es. Jetzt wurden wir aber nicht mehr berührt. Ich dachte gerade schon, der saugt mich langsam ein. So hat sich das gerade ein bisschen angefühlt. Naja. Egal. Krass. Eine Dodge Roll. Eine richtige Dodge Roll. Ich weiß, das hatte jemand unter einem der allerersten Parts, hat da jemand geschrieben, ja doch, das gibt es. Aber ich dachte wirklich, dieser Slide werde gemeint. Vor allem, weil er auch geschrieben hat, nur ohne Fähigkeit. Aber es geht anscheinend auch mit Fähigkeit. Oder das ist ein Special vom Drachen, aber... Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Klopp. Alle Waddle-Dees gerettet. Voll geil. Okay, warte, wir haben hier noch welche von denen, ne? Der Eisschatz. Apropos Eisschatz, die können wir uns auch noch abholen bald. Die neue Ice-Ability. Und dann damit sehr, sehr glücklich werden. Yeah, warte, wie ging nochmal? Ah ja, einfach mashen, ja genau. Das wird wahrscheinlich auch genau das sein, was man hier machen soll. Ah, und die Dinger, die man einfriert, die machen dann da vorne die Dinger kaputt. Haben schon Dinger erwähnt. Es kam erst einmal vor, dass wir quasi schon eine Zeitherausforderung für eine Fähigkeit freigespielt haben, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Und es war schrecklich, Leute. Es war schrecklich. Nein, eigentlich war es mir relativ egal, aber bestimmt sag's keinem. Wollen nämlich, dass die Fähigkeit traurig ist. Das war cool. Sehr, sehr nice. Wir haben noch gar nicht geguckt, wie das nächste Gebiet aussieht. Also einmal so, mal so rüberlinsen. Ne, die Schneewelt konnten wir ja schon erahnen, aber was könnte hier nachkommen? Es kommt garantiert noch irgendeine Industriewelt in irgendeiner Form technisch, keine Ahnung. Bietet sich ja auch irgendwie an für so eine Postapokalypse quasi. So, Autostopferschatz. Oh, geil. Ja, ja, wieder irgendwo durchcruisen mit 180 Sachen. Richtig Bock drauf. Rasen und ausweichen. Warte, was? Wie ausweichen? Ich will einfach nur aufs Gaspedal drücken. Wie so richtig Initial D-Style. Ausweichen. Jetzt habe ich das Gefühl, ausweichen, weil ich sonst zu viel Zeit verliere. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil man wird ja schon ein bisschen gebremst. Oh Gott. Jetzt habe ich versucht, den auszuweichen und bin dafür... hallo? Okay. Oh Gott, wir haben kaum noch Zeit. Das war eine sicke Abkürzung, oder? Garantiert Game-Breaking. Nicht so gedacht vom Spieler, vom Entwickler. Oh Gott. Cool. Ha! Geil! Schade, dass wir runtergefallen sind. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch direkt die Zeit geschlagen. Zweimal runtergefallen sind wir vor allem. Hätten wir easy geschlagen, die Zeit, wenn ich mir das so angucke. Gar kein Problem wäre das gewesen. Bling. Okay, haben wir noch einen? Ich glaube, da war noch eine offen, oder? Nee. Lass uns zurück in die Stadt gehen. Ja, gleich. Hier gibt es noch Sachen zu finden. Haha, wie diese Zeitherausforderung zum Beispiel. Das heißt übrigens Straße der Schätze. Das heißt gar nicht Zeitherausforderung. Aber es ist quasi eine Zeitherausforderung. Also, stell dir mal nicht so an hier. Aber sonst nichts.
Doch, da war noch was. Okay, aber sonst... nix. Und ich merke gerade, hier geht's nicht weiter. Okay, dann werden wir wahrscheinlich an einen ganz anderen Ort gebracht, sogar beim nächsten Mal. Krass. Krass, krass, krass. Okay, gut, Leute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Wir werden den Boss besiegen, der auf gar keinen Fall König Dedede sein wird, wenn ich mir das so angucke. Die Zeitherausforderung machen, die eine, die noch hier ist, und dann uns mal wieder in der Stadt umgucken. Bis dahin. Ciao.